Sehr geehrte Frau Neumann, sehr geehrter Herr Kanzler, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Neumann hat schon wieder Unmögliches verlangt, Quadratur des Kreises. Wir Mathematiker haben manchmal korrekte Antworten, es geht nicht und fertig. Und mehr ist nicht zu machen und das muss man sich ab und zu auch mal vor Augen führen. Als Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften darf auch ich Sie heute Morgen sehr herzlich zu dieser Fachkonferenz begrüßen, zu der die Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam mit unserer Akademie nach Berlin eingeladen hat. Die Lösung des globalen Energieproblems gilt als eine, wenn nicht gar als die zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Mit der hierzulande bereits vor mehreren Jahren eingeleiteten Energiewende und dem Ausstieg aus der Atomenergie wird die deutsche Energieversorgung dauerhaft und umfassend umgestaltet werden. Klima- und Umweltschutz, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit, dies sind die Leitplanken der Energiepolitik in Deutschland. Das von der Politik ausgegebene hehre Ziel lautet, Deutschland solle zum Wohl aller zu einer der umweltschonendsten und energiesparsamsten Volkswirtschaften werden, bei wettbewerbsfähigen Energiepreisen und hohem Wohlstandsniveau. Wieder eine mathematische Aufgabe, die unlösbar ist. Es ist ein multikriterielles Optimierungsproblem und man kann nicht 10 oder 20 Zielfunktionen gemeinsam zu ihrem Optimum führen. Es gibt die Pareto-Optimalität und Ähnliches. Das will ich Ihnen gar nicht erzählen. Ich will nur mal sagen, mathematisch unmöglich, aber in der Politik ist es gut, so etwas zu formulieren. Man muss nur wissen, was man damit meint. Für den Umbau des Energiesystems hat die Bundesregierung klare Ziele definiert. Bis zur Mitte unseres Jahrhunderts sollen mindestens 80% weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als noch 1990. Zugleich gilt es, den Energieverbrauch zu halbieren und die Energieversorgung überwiegend auf regenerative Energien umzustellen. Angesichts der maßgeblich von Menschen verursachten globalen Erderwärmung kommt dabei der Beendigung der Nutzung von fossilen Energieträgern wie Erdöl, Kohle und Erdgas eine besondere Bedeutung zu. Die damit zusammenhängenden Herausforderungen sind bekanntermaßen groß. Und die Energiewende ist ihrerseits an einem schwierigen Punkt angelangt, zu dessen Überwindung nicht zuletzt auch die Wissenschaft in hohem Maße gefordert ist, ihren Beitrag zu leisten. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften ACATECH und die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, deren Mitglied auch unsere Akademie ist, unterstützen Politik und Gesellschaft unabhängig und wissenschaftsbasiert bei der Beantwortung von Zukunftsfragen zu aktuellen Themen. In interdisziplinären Arbeitsgruppen erarbeiten wir gemeinsam Stellungnahmen und leisten damit, wie wir meinen, einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftsbasierten Politikberatung. So haben die deutschen Akademien unter der Federführung von ACATECH schon bereits im Frühjahr 2013 die Initiative ESIS, das ist das Kürzel von Energiesysteme der Zukunft, gestartet. Unser Ziel ist dabei, Impulse für die Debatte über Herausforderungen und Chancen der Energiewende zu geben. Wichtige Impulse für derartige gesellschaftliche und technische Innovationen werden häufig an den Schnittstellen unterschiedlicher Disziplinen und Akteure generiert. Das Akademienprojekt ESIS nutzt diese Schnittstellen seinerseits und bringt Experten aus den Gebieten der Energie- und Umweltforschung, Klimaforschung mit Experten aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammen. Leitendes Ziel ist dabei, den Umbau der Energieversorgung in einer fachlich fundierten Weise zu begleiten. Robert Schlögel, seinerseits unter anderem auch Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und bis vor kurzem Direktoriumsvorsitzender von ESIS, wird im Verlauf der heutigen Fachkonferenz noch mehr zu diesem Akademienprojekt sagen und vielleicht auch einige kritische Dinge, die ich mir in meinem Grußwort erspare. Wissenschaft kann, und davon sind die an dem Projekt ESIS beteiligten Akademien zutiefst überzeugt, einen wichtigen Beitrag zu einem erfolgreichen Umbau der Energieversorgung leisten. Dabei muss die Energieversorgung in Deutschland, wie ACATECH, die Leopoldina und meine Akademie bereits 2009 in ihrem Konzept für ein integriertes Energieforschungsprogramm für Deutschland festgestellt haben, ich zitiere, alle Optionen für die zukünftige Energieversorgung im Spannungsfeld
von Klima- und Umweltschutz und Versorgungssicherheit zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten bereitstellen. Nur so eröffnet sie der Politik einen langfristigen Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Die besondere Freiheit der Wissenschaft besteht dabei darin, dass sie, um den Weg für die Umsetzung zukünftiger Technologieoptionen und Maßnahmen offen zu halten, die Unabhängigkeit besitzt, und hier zitiere ich erneut, auch über einen längeren Zeitraum Aspekte zu bearbeiten, die gegenwärtig nicht im Mittelpunkt der politischen Handlungsoptionen liegen. Dreh- und Angelpunkt der Energieforschung muss, und dafür sind wir auch heute noch überzeugt, eine systemische Perspektive sein. Die technischen und organisatorischen Lösungen für den notwendigen Übergang in eine nachhaltige Energieversorgung lassen sich nur in dem komplexen Umfeld von technischen, sozialen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Wechselbeziehungen beurteilen und effektiv umsetzen. Im Zeitalter der Globalisierung ist die Energieforschung dabei auf eine integrative und internationale Perspektive angewiesen. Das haben wir 2009 so verabschiedet, und dazu stehen wir auch noch heute, und ESIS ist ein Ausdruck dieser damaligen Meinung. Vor diesem Hintergrund blicke ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Spannung auf unsere heutige Veranstaltung und freue mich auf angeregte und neue Perspektiven und auf zukunftsweisende Debatten. Dankeschön.